Hier ab, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dragon Ball Kollektion. Und heute öffnen wir ein weiteres Premium Pack von Power Absorbed. Vier Booster, ihr kennt's. Eine Promokarte. Der gute Jiren ist am Start. Eine sehr, sehr schöne Promokarte. Ich liebe diese Karte zweimal. Gleich drinnen. Vier Booster Packs. Eins, zwei, drei, vier. Wir fangen an mit Goku. Ihr wisst, das schönste Booster Pack spare ich mir für den Schluss auf. Und ja, lasst uns schauen, was wir hier rausziehen. Babidi, Vegeta, C17, Kambe, Gumba, Spirit Bomb, den einen hässlichen Professor aus Dragon Ball Super aus dem Turnier der Kraft. Und Son Goku Super Saiyan 4. Auch wenn der Professor, sag ich mal, mehr oder weniger hässlich ist oder unrelevant ist, ist der Holo-Effekt trotzdem einfach zu krass. Also so ein super Holo-Effekt. Mr. Satan, Krillin, Future Trunks, also Trunks aus Dragon Ball GT eigentlich, Cell, Kefla, Cell, Dende, Prison Planet. Oh, da haben wir sie schon. Unsere SR-Karte. Buhan, würde ich mal sagen. Sagt man dazu. Also Super Bu. Sehr schön. Ich hoffe, es bleibt nicht nur bei einer Karte. Aber wir gucken. Android 21. C17. Goku Blue. C17. Cooler. Bu. C18, Hamburg, Freezer, wir haben eine Freezer-Karte gezogen. Ihr wisst, glaube ich, Freezer ist mein Lieblingsvillain, mein Lieblingsbösewicht, zusammen mit Cooler, Bojack und Broly C13, aber Freezer ist meine Nummer 1. Und über solche Karten freue ich mich natürlich besonders. Der Holo-Effekt ist nice, Freezer sieht gut aus. Eine sehr schöne Karte. Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Mal ganz kurz die Karten stapeln. Sowas nehme ich natürlich gerne an. Kommen wir zum letzten Booster Pack. Ich hoffe, es bringt uns Glück. Was geht los mit Majin Buu? Also Buu Tanks. Super Nummer 17. Goku. Amber, Son Goku. Der böse Buu. C20, C16. Wir haben ein Vegetto. Auch ein sehr schönes Foil. Und dahinter haben wir leider nichts. Ein Kid Goku aus Dragon Ball GT. Macht nichts. Trotzdem ein paar schöne Karten gezogen. Vegetto. Freezer. Sehr nice. Unsere SR-Karte. Ich weiß jetzt nicht, ob die Karte spielstark ist oder nicht. Aber als Holo kann man die mal haben. Gibt es natürlich schönere Holos, aber wie man sieht, gibt es auch schlechtere Hologrammkarten. Also von daher. Ja. Dann lasst unsere Puls. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne was in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.